Moin moin und seid recht herzlich gegrüßt hier zurück zu einer weiteren Folge Planet Coaster und wir begeben uns jetzt nicht in den Whateverland, sondern wir spielen mal eine Story Ghostbusters, würde ich sagen. Yeah! Der Marshmallow Man! Geil! Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Ja, Mann, Leute, das ist so geil. Ich bin da voll drauf, Alter, und dran, hier weiter zu zocken. Aber ich habe da einfach nur mal reingeschnuppert und ich möchte das gerne mit euch teilen. Ich weiß, ja, ihr werdet jetzt denken und sagen, ja, Tomek, du bist ja voll der Spätschalter und so. Da gibt's ja schon so viele YouTuber und so, die das gemacht haben, gespielt haben und bla und blub und hast nicht gesehen, vorgestellt haben, etc., etc., pp. Interessiert mich ein Scheißdreck. Ich hab's mir jetzt mal gegönnt und ja, schon ein bisschen länger, ja, aber naja, ich bin auf jeden Fall, ja, geil drauf heute und möchte das mit euch hier mal spielen. Neues Szenario. Und auch wenn ich eine YouTube-Klatsche von wegen Urheberrechtsverletzung bekomme, ist mir scheißegal. Ich bin ja noch nicht beim YouTube-Partnerprogramm, also muss ich noch nichts abdrücken. I'm afraid no ghost. Oh, ich bin so geil drauf heute. Das dauert aber ziemlich lange, bis das geladen hat. Ich hätte das schon vorher laden sollen, dann hätte der eine kürzere Ladezeit gehabt, aber egal. So kann man sich die geile Mucke noch einziehen. Und wenn ich unterwegs bin und mich einer anruft, kommt da genau derselbe Klingelton. Yeah. Yeah, yeah. So. Kapitel 1. Wen rufst du an? Übernehmen einen Themenpark, einen neuen Themenpark mit einem einzigartigen Ghostbusters-Bereich, der den kultigen Helden gewidmet ist. Walter Peck vom Umweltschutzamt untersucht den Park, nachdem es Meldungen von übernatürlichen Störungen gab. So, Schlüsselinformationen, das Umweltschutzamt, den Park, ja, das kennen wir schon. Wie gesagt, ich habe da schon reingeschnuppert. Ach, guck mal da, die kleine Kartoffel. Schleimer. Da rennen sie weg. Geil. Okay, was passiert jetzt? So, Gäste in your park and even some of your staff claim to have seen a ghost. Have they? Well, let me put that concern to rest right now. You see, there are no such things as ghosts. My name is Special Agent Walter Peck, and I'm the authority in charge of this investigation. Be assured, the full weight and power of the EPA are now on the case. Too late, Peck. The Ghostbusters are already here. Ray Stans, you and your fellow hoaxsters should be doing dinner theater somewhere and butting out of where you don't belong. We're following up on an anonymous tip, Peck. Obviously, we could bury the hatchet and work together on this. Ghostbusters and EPA working hand in hand? Really? Of course not. I'm on to you, Stans. And when the time comes for you and the rest of your so-called Ghostbusters, I drop the hammer. I hope it's not on your foot. Okay, was das jetzt? I see you've already met Walter Peck, which means you must be pretty nervous by now. But as of this moment, it's the Ghostbusters who are on the scene, ready to believe you and ready to help. That means your specters, spooks, and spirits problems are now in the hands of professionals. My understanding is that you may have run into a little friend of ours we call Slimer. Well, let me reassure you that he's relatively harmless for a Class 5 full roaming vapor, which is to say he can bring down your whole operation if we don't get him under control. Oh, sorry, I realized. I haven't introduced myself. Really, I mean, I shouldn't have to, seeing as you must know the Ghostbusters, but just in case, I'm Ray Stans, PhD, a doctor of parapsychology with a minor in metallurgy. I'm an expert in paranormal history and have traveled extensively, both in this plane of existence and others. I'm also a non-transient corporeal entity of the state, county, and city of New York. That includes the five boroughs, of course. And most importantly for you in this particular situation, I've been dealing with ghosts and other ectoplasmic-generated phantasms for years as a founding member of the Ghostbusters. All this is to say that you now have the best, correction, the only experts with the knowledge and experience to help you deal with your potentially possessed theme park. And if I might say personally,
I can't wait to get started. This is gonna be great. Okay, okay. Viel Gelaber, viel Blabla. Ich würde sagen. Had a dream of something, oh, jetzt fängt das schon wieder an. Childhood. Something sweet and soft and oh, so full of creamy, pillowy goodness. And then it tried to destroy Manhattan. So I roasted it. The Stay Puffed Marshmallow Man, the form of the Destructor. So, let's put that misunderstood sailor in the park. And don't worry about that other stuff. Based on our extensive, and I do mean extensive, research on interdimensional gods, admittedly after the fact, I don't believe sentient, angry, and grotesquely oversized marshmallow men can ever happen again. It better not, because last time your elaborate prank left me covered in melted marshmallow. Now that I can hope for. Okay, ja, viel Gelaber, viel PP, hast du nicht gesehen? So, wir sollen auf jeden Fall hier Ziele erfüllen und da haben wir einmal Marcus Stay Puft erforschen. Beschäftige einen Angestellten des Typs Stay Puft Animateur, baue zwei billige Fahrschächte. Okay, gut, wir wissen Bescheid, das kann ich mal kurzfristig schließen, aber ich habe auch gerade gesehen, dass die Leute Durst haben, das heißt, wir stellen jetzt erstmal, wo war das hier, Läden und genau. So, erstmal ein paar Fressbuden. Okay. Scheiße, wir haben keine. Ja, gut. Getränke, ja. Das ist hier. Muku, keine Ahnung, irgendwas. Egal, Hauptsache Getränke. Ich würde sagen, stellen wir den Getränkeshop. Die Leute laufen da lang. Also würde ich sagen, basteln wir den doch hier erstmal hin, ne? So vorübergehend. Now, the call that came into the Ghostbusters office was an anonymous tip. Which doesn't bode well when it comes to tying that to a paying client. Venkman and Egon said this was a fool's errand. Well, Venkman did anyway, but do what you love, and the money will find you is my motto. So here's how I see this working. Just like any elimination job, it's not just what you see, but what's hiding in the woodwork that matters. I suspect there's a lot more ghost activity happening here than what we have on the surface. So what we'll need to do is lure them out into the open, where the Ghostbusters patented, almost licensed by the City of New York particle thrower can be most effective. I'll provide you with guidance for all things Ghostbusters for this themed area of your park. I'll make suggestions and requests that should make this section of the park more enticing to the spirit world. Talk about scary rides, right? If your park is haunted, we'll know soon enough. Okay, 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 okay. Quatsch mich nicht voll. Ich weiß Bescheid. Ich hab doch schon ein bisschen reingeschnuppert, Leute. So, wir sollen auf jeden Fall was erforschen. Und zwar Zusatzinhalte. Marke Stay Puft. So, maximal 700. Oh, ups. Okay. War eine Null zu viel. So wie bei Dealers Live jedes Mal. Naja. So. Das hätten wir dann schon mal in der Erforschung. Okay, 4% sind fertig. Okay, das dauert dann nicht mehr so lange. Beschäftige einen Angestellten des. Ja, machen wir doch direkt. Machen wir doch direkt mal hier Personal. Marcus Staphaft. Ghostbusters? Wie? Du hast noch kein. Was? Du hast keine Ghostbusters? Wie jetzt? Wie? Hä? Wo ist denn der Marshmallow, Mann? Ich soll den doch. Hä? Beschäftige einen Angestellten des Typs Stay Puft Animateur. Warum habe ich den nicht in. Hä? Warum habe ich den jetzt hier nicht drin? Animateure. Muss ich erst Stay Puft. Ah, ich denke mal, Stay Puft muss erst erforscht werden. Na gut, dann würde ich mal sagen, widmen wir uns mal den Fahrgeschäften. Ich soll zwei Fahrgeschäfte aufstellen. Psycola. Kostet 1700 und ein paar zerquetschte. Passt hier nicht gerade hin. Deswegen muss ich mal ein paar Bäume wegräumen. Stellen wir die doch mal hier rüber. Vorübergehend. Ja, scheißegal. Hauptsache, ich habe hier ein bisschen Platz. So, Schienenfahrgeschäfte. Ne, nicht Fahrgeschäfte. So. Einmal hier hin. Eingang platzieren. Wo packen wir denn den Eingang hin? So, dass die Leute wieder in den Park zurücklatschen. Ich glaube, den mache ich mal hier hin.
Ja, den Ausgang. So, dass die rundrum einmal durch den Park latschen, um da rein und raus zu latschen, rein und raus latschen können. So. Das ist. Nein, was haben wir denn da für einen Weg eigentlich? Okay, den. Ist das der hier? Nein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er das hier? Auch nicht. Ich hätte gern. Ist er das hier? Der hier? Ja, da ist er. Jawohl. Das mal ein bisschen verkleinern hier. Das sollte nicht so. Was ist denn jetzt los? Was ist hier los? So. Einmal so. Moment. Hab ich denn schon dahin gebastelt, yo? Komischerweise schon. Egal, ich mach den nochmal neu. So. So ein bisschen geschlängelt, ne? Und hier auch mal ein bisschen. Oh. Naja, gut, dann eben so. Dann eben so, ich habe gedacht, ich könnte die Ecke da ein bisschen abrunden, aber die war ja sowieso schon abgerundet, deswegen, warte mal, was war das hier jetzt nochmal der Eingang, ne? Ich glaube, den Eingang, den werde ich jetzt nochmal eben anders platzieren. Ja, packen wir den hier hin, damit wir eine längere Warteschlange dahin basteln können. Warteschlange. Hä, was ist das denn? So. Ah, so, verstehe. Okaychen. Mich nervt hier gerade so eine kleine abgefuckte Fliege. Die ganze Zeit vor meiner Nase am rumfliegen. Weiß gar nicht, was die Viecher überhaupt für eine Funktion im Leben haben, ey. Außer Scheiße fressen und existieren. Ist Tatsache, ehrlich. Also. Oh, so ein bisschen geschlängelt. So. Passt doch. Man kann das auch eckig gestalten, aber. Rund sieht ein bisschen ästhetischer aus. Ich würde sagen, machen wir das erste auf. Testen. Mal ein bisschen schneller hier. Testen. So, getestet. Und fertig, geöffnet. So, Leute, ihr könnt rein. So. Haben wir schon erforscht? Ich weiß es nicht. Parkverwaltung. Muss mal kurz noch rüber nach OBS. Okay. Zeit verfliegt wie im Flug, ey. Erforschung. Ja, ist bald fertig. Ich glaube, ich lasse das mal eben schneller laufen. Dann sind wir auch damit durch. Somit können wir dann nämlich alle drei Dinge erfüllen. Neue Entdeckung, Marcus Daypuff, Ghostbusters-Paket, jawohl. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall ein neues Personalmitglied einstellen, und zwar den Marshmallow-Mann, genau so war's. Ich musste erst das Stay Puffed erforschen. Ich würde sagen, warte mal, hier ist der Eingang. Hier könnte ich rein theoretisch auch noch einen Eingang machen, aber dann wird's hier überfüllt. Wo stellen wir den denn hin? Da hinten laufen auch Leute lang, Ich lasse den mal von der Brücke aus starten. So. Hallo Marshmallow-Mann! Wie sieht's mit deiner. Okay, aha, frei beweglich, okay. 5. Mai erst, okay. Okay. So, Ziele. 2 von 3 hätten wir schon mal erfüllt. Und wir bräuchten noch einen dritten. Ein zweites. Ich mach mal eben hier 12 Uhr mittags, weil. Das frisst mir hier sonst die Frames von dem Kopf. Alter, ist das laut! Ich muss das mal eben leiser machen, das geht mir voll auf die Eier. So. Okay, dann würde ich mal sagen, verschieben wir mal noch ein paar Bäume. Ein bisschen umdisponieren hier. Moving. Oh. Ich brauche Platz für ein zweites Fahrgeschäft. Ja, packen wir hier die einfach mal dazwischen. Scheißegal. Da baue ich auf jeden Fall ein zweites Fahrgeschäft hin. Moment. So.
Ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Felsen und ein paar Bäume hinpflanzen, aber jetzt will ich erstmal mein Soll erfüllen. Sorry, ich habe da gerade was im Hals gehabt. Wie viel Kohle haben wir denn? Ja gut, wir haben genug. White Blue hört sich doch gut an. Aber dafür haben wir nicht genug Platz. Das ist natürlich scheiße. Ja gut, dann bauen wir einen. Was ist das hier eigentlich? Aeronauts? Okay. Ah, bauen wir ein stinknormales Karussell dazwischen. Ja, hey, du mich auch. So, oh. Bisschen verglitscht hier ins Gebäude. Und die Kamera glitscht jetzt auch schon wieder rum. Oh, ich hasse die Kameraführung, ey. Jedes Mal, wenn die in der Nähe vom Gebäude ist, von irgendeinem Gebäude, dann fängt die ja an, Faxen zu machen. So, Eingang platzieren. Wie könnten wir das denn machen? Hier ist der Ausgang von dem anderen, ne? Dann basteln wir hier den Eingang hin. Und da den Ausgang, dann können wir nämlich hier direkt alles verbinden. Eingang mit Weg verbinden. Ja, das, machen wir dort direkt hier so. Nicht durch Gemüse. Ja. Kleine Kurve darf da ruhig sein. Der Rest wird einfach so verbunden. Scheißegal. So. They say you're good at your job, which means you should be able to handle the extra attention this park is about to receive. With some of the modifications we're going to be making. Oh boy, if they think they're afraid now, just wait. This is awesome. We're going to run a theme park with spirit and spirits. Okay. Let's start by dealing with some of your personnel issues. Sure, seeing a ghost can make some people, well, most people uneasy. And it's cost your park some of its workforce. So you need to get staffing. And remember, Buster, I'm watching your every move. That's Ghostbuster, Buster. That's Ghostbuster, Buster. Richtig gut, ey. Okay, beschäftige 7 Angestellte des Typs Personal. Ja, machen wir alles. Wir haben jetzt noch, okay, wir haben schon 4 von 7. Baue Personalgebäude mit einer Gesamtkapazität von 6. Okay. Bilde 2 Hausmeister der Stufe fähig aus. Oder weiter, keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal hier den... Eingang verschieben, ne, Ausgang verschieben auch nicht. Ich will jetzt gerne einen Weg verbinden. So. Oh, gehen wir doch direkt hier. An den Ausgangsbereich. Okay, so ist gut, so ist gut. Oh, so ist doch gut. Okay. Dann einmal kurz testen. Okay, getestet. Ab die Post. So, jetzt dürft ihr. Okay, Leute, ich würde sagen... ich kümmere mich jetzt noch eben um... So Stans claims you didn't call the Ghostbusters. Now, while that would normally work in your favor, I'm going to ignore that fact because I need him to sweat a little. That means you will as well. Therefore, all EPA regulations are hereby in effect. I'm imposing fees for our presence, which you will more than gratefully pay for. And if I sense any further disturbances or any environmental impact from this park, there will be further punishments, payments imposed. Ja, Alter, ey, der Pack, ne? Ich hasse den, Alter. Ich hasse den wie die Pest, ne? Den habe ich schon in den Filmen gehasst, ey. So sieht's nämlich aus. Bis er am Ende vom zweiten Teil vom Marshmallow, Mann, so richtig eine richtige Ladung abbekommen hat, als sie den platt gemacht haben, ey. Oh Mann, war das geil. Okay, ich kümmere mich jetzt noch eben um 2 Hausmeister, würde ich sagen. Und dann machen wir mal hier einen Cut. Oh, ne, das waren Techniker. Die wollten wir ja auch noch einstellen. Ja, stellen wir erstmal noch einen Techniker ein. Der soll sich... Ach, der kann da frei rumrennen, ist doch scheißegal, so. Sicherheitstyp brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen noch 2 Hausmeister. Einmal hier. Und einen da hinten. So, scheißegal, sollen sie hier durch den Park rennen und hier alles schön sauber machen. Wo war denn jetzt hier Ziele ansehen, genau. Beschäftige 7 Anstellte haben wir erledigt. Baue Personalgebäude mit einer Kapazität von 6. Bild 2 Hausmeister der Stufe fähig. Ja, okay. Das können wir erst später machen. Was war denn jetzt? Oh. Oh, okay. Der macht Pause. Halb so wild. Ich würde sagen, stellen wir jetzt noch ein Personalgebäude auf, ganz kurz.
Und das werde ich sehr wahrscheinlich dann später auch mal verkleiden. Moment, was haben wir denn hier an Bauplänen eigentlich? Personal, hä? Ach da, Service, genau, das war's. Personalverwaltung. Ja, das ist ein bisschen groß, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir ein angepasstes. Das werde ich dann später auch noch verkleiden. So, damit das auch nicht so scheiße aussieht. Nein, das will ich nicht. So, den hätte ich gerne hier. Personalgebäude, wie machen wir das denn jetzt? Hier ist kein Weg, ne? Das ist kein Weg. Da ist aber ein Weg. Werde ich das hier einfach mal mit dran klatschen. Ja, so. So ist in Ordnung. Und das hätten wir dann jetzt auch schon erledigt. Wie kann ich denn jetzt hier... Machen wir mal einen Pausenraum draus, würde ich sagen. So. Kostet mich dann zwar auch noch... Ja, machen wir hier auch noch zwei mehr. Ja, die Kohle fließt, Leute. Die Kohle fließt. Ich würde sagen, ja. Zwei Hausmeisterstufe fähig muss ich noch erledigen. Und ja, das wäre es dann jetzt erst fürs Erste. Wir haben auf jeden Fall ein paar Ziele erreicht. Und die Story läuft weiter. Die Story geht weiter. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst eine kleine Bewertung da. Und einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao mit au.